Ich bin so kompromissbereit und ich kann all eure Probleme verstehen. Und ich verstehe auch die Kritik wirklich. Ich sehe das alles selber. Aber manchmal hat man trotzdem das Gefühl, die Antiseite hebt sich immer so ein bisschen. Aber es ist alles, naja, am Ende des Tages ist ja alles Schwachsinn, könnt ihr ja gerne dran glauben. Aber es ist ja unempirisch und es ist ja nicht bewiesen und das ist ein bisschen albern. Und dann fühle ich mich manchmal ein bisschen verletzt, wo ich denke, naja, aber mir hat es doch geholfen. Es ist doch in Ordnung. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit unserer Konfliktfrage. Ist der aktuelle Esoterik-Trend oder vielleicht auch Esoterik grundsätzlich gefährlich? Wenn ihr sagt, ja, unter Umständen kann das tatsächlich gefährlich sein, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nö, ist doch erstmal völlig harmlos und schön, wenn Menschen sich dafür interessieren, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Habt ihr euch schon mal Tarotkarten legen lassen? Lest ihr regelmäßig eure Horoskope? Oder vielleicht seid ihr auf TikTok auch schon mal an einer Hexe vorbeigeswiped? Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich relativ hoch, dass ihr zumindest einer von diesen Sachen schon mal begegnet seid. Denn esoterische Praktiken und spirituelle Praktiken sind gerade ganz schön beliebt, vor allem auf Social Media. Jetzt sagen die einen, gut, tut ja niemandem weh. Wer nicht dran glauben will, der soll es halt einfach lassen. Die anderen aber schlagen tatsächlich ein bisschen Alarm und sagen, naja, ganz so ungefährlich ist das für uns alle nicht. Und beide Parteien sind hier heute auf dem Feld, deswegen bin ich gespannt, ob ich es schaffe, sie ein bisschen näher zueinander zu bringen. Jetzt aber erstmal die Frage an euch, wo würdet ihr stehen, bei Grün oder bei Gelb? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Shisha, ich würde gerne mit dir anfangen. Das Feld der Esoterik ist ja wahnsinnig groß und es ist auch gar nicht so genau definiert, was gehört da jetzt genau dazu, was gehört nicht dazu. Du bist in einem ganz speziellen Bereich aktiv und bezeichnest dich nämlich selbst als Hexe. Also du hast einen TikTok-Kanal, du betreibst eine eigene Hexenschule, du hast auch ein Buch geschrieben. Kannst du jetzt erst einmal kurz für uns alle erklären, was genau bedeutet es eigentlich, dass du dich als Hexe bezeichnest? Was ist das für dich? Also die Hexerei ist ein spezifischer Unterpfad von der Spiritualität im Allgemeinen. Ein Lebenspfad, für den man sich entscheidet. Das heißt, jeder kann Hexe werden. Und in unserem Glauben ist es so, dass es halt mehr als nur unsere physische Realität gibt. Es gibt noch eine feinstoffliche Welt. Man kann sie auch Anderswelt nennen. Es hat in jeder Kultur einen anderen Begriff. Und wir arbeiten zum Beispiel mit den Wesenheiten in dieser anderen Welt, als auch mit den Energien, die wir halt sozusagen bisher nicht wissenschaftlich nachweisen können, aber trotzdem unseres Glaubens nach einer Auswirkung haben, die mit zum Beispiel Zauber wirken, aktiv ins Tun kommen, nicht nur mit unseren Gedanken und weil wir mit unseren Händen das zusammenbrauen, sondern auch mit unserer Energie und erzeugen damit im Außen eine Reaktion, wie Situationen oder Menschen, die wir dadurch kennenlernen oder Dinge, die wir dadurch anziehen. Und das ist sozusagen Magie, Hexerei, Zauberei. Ich denke, was meine Follower vor allen Dingen bei mir suchen, ist einfach die Neugierde des Unbekannten zu befriedigen und um für sich herauszufinden, woran glaube ich, was bereichert mein Leben und wie kann ich noch mehr in meine Macht, in meine Energie kommen, um mein Leben positiv zu beeinflussen und Dinge zu erzeugen, wo ich vielleicht vorher dachte, die wären gar nicht möglich. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere von uns kann sich nicht so richtig was darunter vorstellen. Du sagst, es ist Magie. Kannst du irgendwie ein Beispiel vielleicht geben? Was zauberst du? Wie sieht das aus? Also es gibt allerlei verschiedenste Zauber für Glück, für Liebe, für Gesundheit, für persönliche Entwicklung, für die Karriere, für alle Lebensbereiche, die wir als Menschheit erstrebenswert finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zauber wirke, dann kann ich das mit Kerzen machen oder mit Steinen, mit Kräutern, Kristallen. Ich kann es aber auch nur in meinem Gedankenpalast machen. Also man ist nicht zwangsläufig auf physische Elemente angewiesen, weil es geht ja hauptsächlich auch um die Energien, die man zusammenbringt. Man sagt immer, wenn man Energien von außen mit dazu nimmt, wirkt es stärker. Und damit habe ich allerlei mögliche Dinge schon erfolgreich mir in mein Leben gezaubert. Ob es jetzt ein Partner war, meine Karriere, mein Erfolg. Partner auch? Ja. An Christine, es klingt ja jetzt erstmal ziemlich cool, Hexen können. Und auch wenn jeder von uns das lernen kann, wenn er sich dafür entscheidet, wäre das dann was für dich? Du hast es ja gerade selbst gesagt, man stärkt sich selbst. Ich glaube einfach, dass in dieser Idee von Magie und Hexerei ein krasser privater Rückzug stattfindet. In dem Sinne, dass ich jetzt nicht mehr mich mit der Klimakrise oder einer Wohnungskrise oder einer Inflation oder sämtlichen Kriegen auf dieser Welt auseinandersetze, sondern mit meinem eigenen privaten Glück,
mit der Frage, wie finde ich einen Partner, wie mache ich Geld, wie mache ich eine Karriere. Und das finde ich eine sehr apolitische Haltung. Deswegen würde ich sagen, ist das nichts für mich. Ich glaube, dass wir jahrelang diesen Achtsamkeitstrend hatten, der gesagt hat, wir sollen akzeptieren statt werten und wahrnehmen statt fühlen. Und diesen Trend gibt es auch immer noch. Ich habe bloß den Eindruck, dass gerade so in einer jüngeren Generation, gerade auf Social Media, sich zunehmend so ein Trend durchgesetzt hat, dass Menschen glauben, dass sie durch Hexerei oder durch esoterische Praktiken wie Manifestieren oder solche Dinge wieder Kontrolle über ihr Leben erhalten können. Also dein Vorwurf ist, dass grundsätzlich alle Leute, die das machen, sehr selbstsüchtig sind, weil sie sich nur auf sich selbst fokussieren. Tatsächlich gibt es ja im Leben mehrere Aspekte. Also Hexe sein ist ja nicht nur das Ultra 24-7 alles, was ich tue. Also es gibt ja noch mehr Aspekte in meinem Leben. Und ich denke, es ist ein Teil meines Lebensweges, aber es ist nicht alles, was mich ausmacht. Und ich glaube, so geht es auch allen anderen Spirituellen. Natürlich, ich finde auch gerade in diesen großen, trubeligen Zeiten, sollte man von den Menschen nicht erwarten, dass sie sich 24/7 mit dem Leid von anderen Menschen beschäftigen, weil es macht die Psyche kaputt. Also finde ich schon wichtig, dass man auch einen Rückzugsort bei sich hat und sagt, das ist die Zeit, die nehme ich mir für mich, für meine Karriere, für meine Wünsche, für meine Bedürfnisse, was aber nicht gleichbedeutend für mich zumindest ist, man schottet sich von allem anderen ab und kriegt das nicht mehr mit. Es muss immer eine gesunde und ausgewogene Sache sein. Also da bin ich schon bei dir, dass man das nicht so extrem halten sollte. Britta, kannst du diese Sorgen von Ann-Christine verstehen? Ja. Dieser Fokus auf dem individuellen Glück, dass der zu einer Entfernung vom gesellschaftlichen Leben und einer Entpolitisierung führen kann? Also ich würde sagen, alles, was extrem ist, ist nicht gesund. Egal was. Alles, was extrem ist, ist nicht gesund. Aber warum entweder oder, wenn sowohl als auch geht? Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wenn ich mich nicht um meinen Körper, um meine Ernährung, um meine Organe, um meine Seele, um meine Gedanken kümmere, dann geht es mir nicht gut. Wenn es mir nicht gut geht und ich nicht in meiner Kraft und nicht gesund bin, kann ich nichts bewegen. Und das habe ich selbst erfahren, weil ich war sehr politisch und ich wollte was bewegen. Und ich habe unglaublich geackert. Ich wollte Frauen in die Politik, ich wollte Frauen ins Management. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben. So, das war mein Ansinn. Und dann habe ich Krebs bekommen und dann war mal zack die Diagnose da. Und dann habe ich eine Nahtoderfahrung gehabt und da habe ich gemerkt, ich wusste gar nicht, was das ist, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Hab mich nur gewundert, habe ich auch keinem erzählt, habe ich gedacht, glaubt ja jeder, ich bin verrückt. Aber mir persönlich hat das die Angst vom Tod genommen. Ich habe keine Angst mehr, weil ich weiß, es ist richtig geil auf der anderen Seite. Also es wird ja immer von Esoterik gesprochen, die gibt es im Prinzip gar nicht mehr, weil Esoterik war früher ein Geheimwissen, was nur einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung stand. Und heute kannst du das alles, das ist nicht mehr, das kann jeder machen, jeder kann meditieren. Als ich angefangen habe, war Yoga noch völlig, oh Gott, du stehst den ganzen Tag auf dem Kopf. Heute ist es Mainstream, es tut den Menschen gut, es bringt die Menschen in ihre Mitte, es gleicht sie aus, gerade im hektischen Alltag. Und je mehr das macht, und der Trend geht einfach in die Richtung, umso glücklicher wird der Einzelne und auch die ganze Gesellschaft. Britta, du betreibst seit vielen Jahren eine Messe und da geht es auch um Esoterik, um spirituelle Praktiken. Spiritualität, ja. Ja, wenn ich bei deiner Messe zu Gast bin, mir ein Ticket gekauft habe, wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wenn du dich dafür interessierst, was es für Wege, alternative Wege zu Gesundheit und Glück gibt, gute Ernährung, Nachhaltigkeit ist auch mit drin, dann kannst du zu dieser Messe gehen und je nach Stadt, 100, manchmal 60, manchmal 50 Aussteller sehen, die da ihre Sachen anbieten, auch Edelsteine, auch Schmuck, auch Kräuter, auch Tees, Naturkosmetik, egal was, auch spirituelle Sitzungen, Karten legen, Kleidung. Also alles, was Körper, Geist und Seele gut tut, findet man auf dieser Messe, kann es ausprobieren, kann es spüren und man kann ein großes Kongressprogramm besuchen und sich da noch Vorträge und Workshops anhören. Gerald, warst du schon mal auf so einer Messe? Nein, noch nicht. Ich habe meine spirituelle Weltsicht halt eher im Privaten gelebt, mit ein paar Freunden und wir waren öfter mal Tai Chi machen oder sonst was. Ich denke aber, man muss die Diskussion so ein bisschen eine Ebene zurücknehmen. Warum nimmt man so ein Weltbild an? Also ich war mal lang Esoteriker. Ich habe alles energetisiert. Meine Tai Chi-Hose war energetisiert. Ich hatte Zugriff auf den kosmischen Wissensspeicher und ich bin dann nach 10 Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass das alles ziemlicher Mist war. Bei mir war es so, ich habe mich unendlich klein gefühlt. Ich hatte Probleme in meinem Leben, und da greift man nach was. Und da kommt halt, was man gerade griffbereit hat, Bei dir war es vielleicht diese eher bodenständige, spirituelle, ich muss auf mich sehen, ich muss mich jetzt um mich kümmern, Sache. Es kann aber sein, dass ein richtig böser Bauernfänger kommt und dir einen vom Pferd erzählt, Also wenn du da zur falschen Zeit ein Buch von Jan Udo Hohle in die Hand kriegst,
dann bist du plötzlich vom linken Yoga-Schüler zum Rechts-Esoteriker, aber so schnell gerutscht, das merkst du nicht. Das ist genau mir passiert, dass ich mich halt in Bücher vertieft habe, die mir halt ganz einfache Wahrheiten präsentiert haben, die dann leicht zu verdauen waren. Und die habe ich dann gern genommen. Was waren das für Wahrheiten? Also das Ozonloch ist mal eine Lüge, ja, das gibt's nicht. Wir müssen uns also nicht um Klimaschutz, und du kannst dich in die Sonne legen. Du kannst dich in die Sonne legen, kriegst keinen Hautkrebs, weil das Ozonloch ist ja sowieso eine Lüge. Das war zum Beispiel Teil von meinem Bild damals, ja, das ich Gott sei Dank abgelegt habe. Und ich habe mich total für so mystische Sachen auch interessiert. Ja. Und wenn dann so die erleuchteten Außerirdischen, die unter uns wandeln, so das Geheimwissen an die Nazis weitergegeben haben, ans Dritte Reich, dann wird das dann so vermixt. Ja, es geht um Liebe und um Schönheit und um das Herz muss aufgehen und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt hat dann das Dritte Reich, die Nazis, die haben dann das interessante Zeug. Und dann sagst du, das ist schön, das ist, ohne dass du es merkst, dass das in eine total bedenkliche Richtung geht. Du bist also von der Esoterik zu Verschwörungsideologien gekommen und auch zu rechtem Gedankengut. Wann war denn der Punkt, wo du das gemerkt hast, dass das vielleicht gerade nicht der richtige Weg ist? Ich denke nicht, dass irgendein Rechtsextremer sagen würde, ich bin rechtsextrem. Und ich bin halt mir nichts Böses denkend irgendwie am Abend in ein Lokal gegangen und habe da halt mein Weltbild so verbreitet, dass medizinische Wissen, wo ich ja das Geheimwissen hatte, das wird ja unterdrückt. Und das wird unterdrückt von 2-3 jüdischen Großfamilien. Aber das heißt ja nicht, dass alle Juden böse sind, aber die 2-3 jüdischen Großfamilien, die unterdrücken uns. Und da kam eine daher, die kannte ich so flüchtig, und die sagte dann so, ist das nicht ein bisschen rechtsextrem, was du sagst? Und ich so, nein, wieso? Wie kommst du denn darauf? Ne? Und dann erst habe ich begonnen nachzudenken, was ist denn Rechtsextremismus und wie könnte das sein, dass die recht hat? Könnte es sein, dass ich mich irre? Mhm. Und mit diesen Gedanken habe ich dann angefangen zu merken, da will ich eigentlich gar nicht hin. Und so bist du dann da wieder rausgekommen auch? Das war ein erster Schritt, ja. Mhm. Koku, du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit dem Thema Esoterik. Würdest du denn sagen, dass Geralds Geschichte, wie er von der Esoterik zu rechtem Gedankengut gekommen ist, rechtsextremem Gedankengut, dass das ein Einzelfall ist? Es gibt diese toxischen Systeme natürlich, auch es gibt Verschwörungsideologien, Verschwörungsgruppen, aber die sind nicht eingebacken sozusagen in etwas, was wir Esoterik nennen können. Ja, man sieht eben, dass in der Gesellschaft viele Dinge lächerlich gemacht werden, als Geschwurbel bezeichnet werden und so weiter, gerade jetzt auch nach der Pandemie. Und das tut dem Ganzen natürlich nicht gut, denn es geht auch um Verständnis, um Einordnung von spirituellen Praktiken, die für einzelne Menschen sehr viel Bedeutung haben. Und das zu verstehen ist ein wichtiger Ansatz, weil es einfach ein Mainstreaming der Esoterik oder allen dessen, was damit zu tun hat, gibt. Also findest du nicht, wie die grüne Seite, dass diese Offenheit zur Esoterik gefährlich ist? Das würdest du bestreiten? Nein, es gibt gefährliche Tendenzen, aber die sind nicht notwendig Teil der Esoterik oder der Spiritualität, sind auch nicht irrational. Wenn man sich zum Beispiel diese lange Geschichte dieser Tradition anguckt, das sind Naturphilosophien. Ja, Goethe wäre der Oberschwurbler heute, ja, weil er eben als Freimaurer ganz bestimmte naturphilosophische Ansichten hatte, die auch Magie ernst nehmen. Und das ist nicht irrational, das ist eine andere Rationalität. Und es ist interessant, dass sich auch die Wissenschaften für diese anderen Rationalitäten interessieren. Ich würde es gerne mal an euch weitergeben, weil ich gesehen habe, dass ihr euch einen Schritt auch nach hinten bewegt habt. Bernd, was denkst du dazu? Ja, ich denke, die wissenschaftliche Seite kann meine Kollegen besser beleuchten. Also ich persönlich kenne halt sehr viele Leute, die massiv durch Esoterik geschädigt worden sind. Allein im Gesundheitsbereich, dass man Depressionen mit Heilsteinen handeln will, dass Leute ihr Hab und Gut telefonieren bei irgendwelchen Astro-Hotlines, dass eine Frau sich scheiden lassen will, weil ihre Astrologin ihr dazu geraten hat. Ja, diese Gesellschaft, bei der ich mitarbeite, die ist deswegen gegründet worden, weil wir der Überzeugung sind, dass es so eine Art Verbraucherschutzorganisation in diesem Bereich geben muss, weil die Leute rufen ja bei uns an. Wir haben Leute am Telefon, die sagen, meine Frau will sich von mir scheiden lassen, weil ihr die Wahrsagerin das geraten hat, weil ich das falsche Sternzeichen bin. Wir haben Krebskranke, die völlig verzweifelt sind, weil sie sich auf irgendeine Schwachsinnstherapie eingelassen haben und deswegen die Chemotherapie abgebrochen haben. Also das schadet ganz massiv Menschen und deswegen muss man sich darum kümmern.
Shisha, da bist du gerade einen Schritt auf ihn zugegangen. Ja, generell diese Tendenz, dass man schnell in so eine sektenhafte Richtung abrutscht oder irgendeinem Führer unterliegt, der einem die große Wahrheit verkauft, finde ich absolut problematisch. Also auch in meiner Community sage ich immer, hinterfragt alles, auch was ich sage, hinterfragt das, wenn ihr fühlt, das ist nicht euer Ding, es tut euch nicht gut, dann entfolgt mir, es geht mir gar nicht darum, hier die große Wahrheit zu verkaufen, die kenne ich nicht, keiner weiß die absolute große Wahrheit, auch die Wissenschaft nicht, weil wir so viel nicht wissen bis jetzt. Wir wissen das, was wir, das kleine, einen kleinen Anteil, den wir bis jetzt beweisen können, aber wir haben von so viel, keine Ahnung. Da muss die Wissenschaft für mich noch fair bleiben. Aber voll spannend. Wirklich, darf ich da kurz nochmal nachhaken, weil du sagst, du klärst deine FollowerInnen auch auf. Natürlich. Bist du auch schon mal irgendwo entfolgt und warst so, wow, das wird mir jetzt hier irgendwie komisch? Also kennst du dieses Gefühl selbst? Es gibt in meiner eigenen Bubble viele Leute, die ich sogar blockiert habe, weil ich mir deren Content gar nicht angucken möchte, weil ich den so problematisch finde, dass mir da wirklich auch die Wut hochkommt. Genau dieses, ich kann mit einem Stein deine Depression heilen, bitte geh in Therapie. Selbst wenn die Leute bei mir eine Session buchen, die sagen, ich habe die und die psychischen Probleme, dann sage ich, ich bin keine Therapeutin. Ich kann dir, meines Erachtens gibt es halt die Biologie, den Körper, es gibt die Psychologie, den Geist und es gibt das Feinstoffliche, die Seele. Ich bin für die Seele zuständig, aber die anderen 66% sind Wissenschaft und damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut und das finde ich auch wichtig und ich finde es so wichtig, dass diese selbsternannten Obergurus, die sich mit ihrer absoluten großartigen Wahrheit immer aufspielen, sich hinstellen, die Eier in der Hose hätten und sagen, ey, ich weiß es im Grunde auch nicht alles, es ist ein Glaube, ich kann es nicht beweisen und ich werde dir nicht irgendeine Lösung verkaufen für ein komplexes Problem. Es gibt keine schnellen Lösungen für komplexe Probleme, die brauchen komplexe Lösungen, auch mit Magie. Ich finde, das ist immer eine Ergänzung. Magie, Hexerei, Schamanismus ist eine Ergänzung, kein Ersatz für Therapie oder Medizin. Ich würde gerne mal wissen, habt ihr schon Erfahrungen in die Richtung gemacht? Also folgt ihr zum Beispiel irgendwelchen esoterischen oder spirituellen InfluencerInnen? Falls ja, dann schreibt mir gerne mal eure positiven und negativen Erfahrungen in die Kommentare. Bernd, ich würde das gerne mal an dich weitergeben, weil Koku ja auch vorhin gesagt hat, dass er grundsätzlich Esoterik nicht als einen Nährboden sieht für Verschwörungen oder für rechtes Gedankengut. Mhm. Was sind denn, wenn wir über dieses Thema sprechen, was sind die Parallelen zwischen Esoterik und Verschwörung? Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Also natürlich ist die Esoterik nicht per se rechtsextrem oder einer von euch beiden. Aber was sind die Parallelen? Ist rechts. Aber wir haben ja bei den Corona-Demos gesehen zum Beispiel, dass Esoteriker zumindest wenig Probleme damit hatten, mit Rechten zu demonstrieren und neben diesen Parolen herzulaufen. Also scheint ja zumindest so gemeinsame Ideen oder Überzeugungen zu geben. Und was mir da sehr stark aufgefallen ist, das ist sicher nicht die einzige Übereinstimmung, aber ich habe sehr stark die Entsolidarisierung wahrgenommen. Also die rechte Szene sieht sich ja so ein bisschen als was Besonderes. Die Übermenschen, die Starken man braucht keine Impfung. Und in der Esoterik habe ich aber fast dieselben Tendenzen wahrgenommen. Also was Esoteriker über die Corona-Krise gesagt haben, wer Corona bekommt, ist selber dran schuld, weil die Leute sind nicht auf der richtigen Schwingungsebene. Die haben dazu Ja gesagt, dass das Virus sie befallen darf. Die brauchen halt nur die richtige Heilzahl oder tätowieren sich irgendwas auf den Arm und meinen, dass sie dadurch von dem Virus verschont bleiben. Also diese Entsolidarisierung, ich bin stärker als dieses Virus und ich war bei vielen Corona-Demos dabei und das ist mir bei jeder Einzelnen aufgefallen, dass es nicht die einzige Übereinstimmung gibt, ein paar andere Sachen, was du gesagt hast, einfache Antworten auf komplizierte Fragen ist auch so eine Gemeinsamkeit, aber speziell so dieser totale, harte Individualismus, mir kann dieses Virus überhaupt nichts ausmachen und die anderen sind mir scheißegal. Das habe ich sowohl bei den Rechten als auch in der Esoterik wahrgenommen. Ich würde nur einen Satz dazu sagen und dann wollen bestimmt auch meine Kollegen was dazu sagen. Ich finde das so schade, dass das im Außen so wahrgenommen wird, weil eigentlich ist Hexerei jetzt zum Beispiel oder Spiritualität eher so die Aufarbeitung des eigenen Egos, dass man sich für das Größte hält oder dass man eine Aufwertung hat, indem man jemand anders abwertet. Und alles, was du sagst, benötigt ja immer diese Abwertung, diesen Elitarismus im Grunde. Ja. Und da bin ich strikt gegen und ich sage den Leuten nochmal, sie sollen aufpassen, dass sie dem nicht verfallen, weil man hält sich gerne für was Besseres und hat dann die narzisstischen Tendenzen. Die gibt es auch überall, in allen Systemen ist das problematisch. Ich sehe das auch. Und ich finde das aber auch wichtig, dass mehr Leute, die in der Szene sind, so wie ich, sich dagegen aussprechen und ihre Reichweite nutzen und auf diese Probleme aufmerksam machen. Weil wir haben viele Probleme. Sie sind aber nicht exklusiv nur in meiner Szene. Es gibt Esoterik, es gibt Verschwörungstheorien, es gibt Rechtsextremismus und in der Mitte gibt es eine Überschneidung. Ja. Und natürlich ist diese Gruppe sehr laut. Es ist immer die negativen Leute, die Bösen, die Unzufriedenen, die sind immer sehr laut, sehr wütend. Aber ich finde es trotzdem
ein bisschen unfair, zum Beispiel mir gegenüber, weil ich mich so krass dagegen einsetze, dass man mich direkt an diese Wand stellt und sagt, du gehörst mit dazu. Und das finde ich so schwierig. Aber das hast du nicht gesagt, oder? Nee, aber ich finde das Verletzende ist ein Vorwurf, den ich trotzdem indirekt immer wieder bekomme. Nochmal, ich stimme euch beiden völlig zu. Die Esoterik ist nicht rechts und ihr seid auch nicht rechts, weil ihr Esoteriker seid. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Also ich sehe mich gar nicht als Esoterikerin, muss ich mal wirklich... Ja, habe ich auch nicht den Eindruck, nein. Britta, verletzt dich das genauso wie Shisha? Also ganz echt, das, was da genannt wird, diese ganzen Theorien, das hat nichts für mich, nichts mit Spiritualität zu tun. Ja. Null. Gar nichts. In der Spiritualität gibt es einen Körper, einen Geist und eine Seele. Es gibt den Atem, der uns verbindet, der uns nährt. Es gibt Dinge, die uns gut tun. Und wenn da irgendjemand, das ist bedauerlich, dass dir das passiert ist, dadurch Bücher und so. Aber da ist man eigenverantwortlich. Da muss man doch mal hingucken. Na klar ist man auf der Suche und klammert sich an irgendwas. Aber das geht nicht. Ich kann die Verantwortung für mich niemandem abgeben. Niemandem. Britta, weil ich gemerkt habe, dass dich das auch gerade gestört hat, was hier besprochen wurde. Ich habe gesehen, du hast deine Augen verdreht. Deswegen einmal die Frage an dich. Gerade in der Zeit während Corona würde ich sagen, dass die Esoterik nicht so gut bei weggekommen ist in der medialen Berichterstattung. Ja, Stört dich das? Ja, macht dich das absolut sauer? Das ist die mediale Berichterstattung und die ist leider... Ja, nicht, ich finde, nicht objektiv. Naja, aber ich war bei den Demos dabei. Also ich habe es nicht nur in der Zeitung gelesen. Ich war auch dabei. Ich habe die Esoteriker gesehen, die neben den rechten Parolen hergelaufen sind. Also das haben die Medien nicht erfunden. Ich bin nicht neben den Rechten. Ich bin neben Rechtsanwälten, Ärzten, Lehrern, mit Kindern. Ich habe mich mit ganz tollen, ganz normalen Menschen unterhalten, die Sorge hatten, was wird. Die Sorge hatten, dass unsere Demokratie hier den Bach runtergeht. Ich war bei den ersten Demonstrationen in Lübeck dabei. Da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Es ist extrem anstrengend. Aber ich bin auch hingegangen, weil ich gedacht, was passiert hier eigentlich? Jetzt haben wir überhaupt noch, also das geht nicht. Wir sind hier in der Demokratie. So kann man hier nicht miteinander umgehen. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Also ich habe gedacht, oha, das kenne ich ja hier irgendwie. Und von daher muss ich sagen, die Berichterstattung ist ja immer so eine Sache. Wer berichtet, worüber und warum? Möchtest du darauf reagieren? Und ich wollte nur noch mal stark machen, den Punkt, den du gerade genannt hast, dass eben die Radikalisierungstendenzen, die man auch sieht, unter anderem auch bei den Corona-Protesten, aber auch in der Reichsbürgerbewegung nicht zu leugnen sind. Also Peter Fitzek, der selbsternannte Peter der Erste, der Reichsbürger Peter Fitzek, war auch Esoteriker, bevor er sich in die Reichsbürgerecke hin radikalisiert hat. Tamara Kirschbaum, diese Person oder diese Heilpraktikerin, die dazu aufgerufen hat, die Treppen des Bundestag zu stürmen, letztendlich war es nur eine Treppenbesetzung, war eben auch Esoterikerin und Heilpraktikerin. Wir alle erinnern uns an diesen QAnon-Schamanen, der beim Sturm aufs Kapitol dabei war. Also ich glaube, diese krassen, auch personellen Überschneidungen, die müssen wir auch ernst nehmen. Und ich finde es toll, dass du da aufklärst und dass du dann genau das problematisierst oder skandalisierst. Aber ich glaube, man kann nicht einfach so darüber hinwegsehen. Auf keinen Fall kann man darüber hinwegsehen. Auf gar keinen Fall. Und ich finde das wichtig, dass diese Beispiele zu Gehör kommen, dass du dich zur Verfügung stellst, darüber berichtest. Ich finde es total gut, ich finde es total stark. Aber Ann-Christine hat ja gerade ein paar Fälle aufgezählt. Wie ist das dann für dich, Britta, wenn du all diese Beispiele hörst? Ich entscheide, was mein spiritueller Weg für mich ist. Aber ich finde es nicht gut, dass es Menschen gibt, die so rechtsextrem sind und alle, die nicht gesetzeskonform leben, das ist, was gegen die Natur ist, nicht nur rechtsextrem, da gibt es ja auch noch ganz andere Sachen, lehne ich ab. Würdest du dann sagen, dass die Esoterik-Szene oder wie auch immer man es nennen möchte, ein strukturelles Problem hat? Meiner Überzeugung nach, auch wenn du dem sicher widersprechen wirst, das strukturelle Problem ist die Irrationalität. Dass einfach da auf höhere Mächte und Energien und Kräfte Bezug genommen wird, die nicht existieren und die diese Wirkung nicht haben. Das ist mein großes Problem mit der Esoterik. Ich denke, ich kann ein Weltbild für mich haben, wo ich sage, das mache ich jetzt für mich. Ja, ich habe dieses Wissen, ich wende das an, für mich, für persönlich, für Leute. Aber wenn ich, sobald das übergeht in die physikalische Welt, wo ich sage, da hat das nichts verloren, da gibt es eine Wissenschaft, die sagt, okay, eine Krebstherapie kann ich nicht von sowas abhängig machen. Ja? Wenn ich das nur für mich mache und sage, okay, ich meditiere, ich mache Yoga, ich kaufe einen 50-Euro Aura-Spray und wende den an, ja, okay, ganz cool. Ja? Aber wir haben ja vorhin geredet über Geheimwissen, das ist was für mich. Das muss jetzt nichts mit der
faktischen Realität zu tun haben. Wenn es was mit der faktischen Realität zu tun hat und ich dann sage, ich weiß es besser, ja, dann komme ich in Konflikt einfach mit medizinischen Prozeduren oder wie Leute ihr Leben ausrichten. Und ich glaube, da ist das Hauptproblem. Wir sprechen ja von einem Trend. Man sieht, es gibt gerade eine große Nachfrage auf Social Media, die Accounts wachsen. Ja. Es gibt Umfragen, die dafür sprechen, dass es gerade zumindest in diese Richtung geht. Es ist auch ja natürlich immer ein bisschen Gefühl, dass es gerade ein Trend ist. Sozialwissenschaftliche Studien. Dass es gerade ein Trend ist. Ab wann wird es denn für die Gesellschaft eurer Meinung nach gefährlich? Weil das ist ja der Grund, warum wir hier überhaupt diskutieren, weil sonst könnten wir es ja auch lassen. Also ein Drittel der deutschen Bevölkerung, das hat die Leipziger Autoritarismusstudie ergeben, hat einen Hang zum Aberglauben. Und ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn man das nicht nur, keine Ahnung, vor einer Stresssituation oder vor einer Prüfungssituation, in der ich, keine Ahnung, meinen kleinen Glücksbringer habe oder vielleicht nochmal irgendwas unter das Kopfkissen lege, wenn ich es nicht nur dann anwende, sondern wenn das mein Zugang zur Welt ist, wenn ich quasi auf eine irrationale Weise dieser Welt gegenübertrete und nicht mehr zwischen den Registern wechseln kann oder das vielleicht mal als Scherz mache und mit Freundinnen Tarotkarten lege oder mal ein Horoskop lese, das halte ich jetzt für nicht gefährlich. Aber ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn dieses eine Drittel, was wir in der Bevölkerung haben, das als den primären so Weg der Welt zu begegnen, anwendet. Aber warum? Na, weil es irrational ist, weil ich dann Zusammenhänge konstruiere, die nicht bestehen. Und das kann dann eben, das kann harmlos... Genau, sie hat ja eben, du hast vollkommen zu Recht gesagt, wir leben in einer Zeit, es gibt keine einfachen Antworten mehr auf all die Probleme, die wir haben. Da würde ich dir völlig recht geben. Aber genau, das macht doch die Esoterik. Das brauchen doch diese Einzelfälle nur zu verallgemeinern. Wenn ein Drittel der Gesellschaft meint, ich kann Probleme mit Zaubersprüchen... Ein Drittel hält es für wahrscheinlich. Ein Drittel hält es für wahrscheinlich, dass ich mit Zaubersprüchen Probleme lösen kann, dass die Probleme dieser Welt von dunklen Mächten verursacht werden, dass ich Energie und Kraft irgendwie aktivieren kann, um irgendwas zu tun. Das ist doch eine Flucht aus der Realität, die alles andere verbaut. Und natürlich betrifft das die ganze Gesellschaft. Weil tatsächlich ich selbst das beste Beispiel dafür bin. Ich habe mein Leben lang Therapie hinter mir und was ich den Leuten immer sage, hätte ich Spiritualität nicht gehabt, wäre ich niemals so gesund geworden. Hätte ich Therapie nicht gehabt, wäre ich niemals so gesund geworden. Ich brauchte beides. Und vielleicht brauchen manche Menschen beides. Ja, aber zu dem Punkt, oder zu der Frage, ab wann es gefährlich ist. Genau. Ich glaube, es ist gefährlich, oder warum es gefährlich ist, war ja eigentlich deine Frage. Es ist gefährlich, weil man Zusammenhänge herstellt, die, zumindest wenn wir auf einer wissenschaftlichen Ebene bleiben, nicht da sind. Und wenn ich daran glaube, dass mein Wohlbefinden mit irgendwelchen Kristallen zu tun hat, dann bin ich vielleicht in einer Krisensituation eher geneigt daran zu glauben, dass eine Corona-Pandemie mit einer jüdischen Weltverschwörung zusammenhängt oder andere verschwörungsmythische Zusammenhänge herzustellen. Und ich glaube, das ist eben die Gefahr, dass ich in dem einen Moment, in dem ich vielleicht noch kokettiere mit so ein bisschen Astrologie und ein bisschen Tarotkarten, im nächsten Moment, wenn entweder eine individuelle Krise bei mir herrscht, eine psychische Krise oder wenn plötzlich eine Pandemie einbricht oder die Klimakrise sehe ich auch als Kassenkatalysator, dann plötzlich anfälliger bin für anderes, antidemokratisches, irrationales Denken. Und das ist die Gefahr. Das ist jetzt extrem kopfig, extrem theoretisch. Und nein, es wurde auch nicht, nein. Du hast gesagt, wir haben Dritte die Fälle am Telefon, sind abergläubisch, ist eine ganz andere Geschichte. Lass euch bitte aussprechen. Abergläubisch ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt wird gleich gesagt, Spiritualität ist keine Flucht, ganz klar. Das darf nicht als Flucht, nicht als Ausrede. Ich bleib nur da. Spiritualität ist für das Leben, aber keine Flucht aus dem Leben. Ist dann Esoterik immer dann im Trend, wenn es gerade Krisen gibt? Wenn man diese Spiritualität als eine Sinnsuche betrachtet, und das würde ich auch so sehen, als eine Sinnsuche, und ich bin auch ganz bei euch, wenn ihr sagt, dass wir auch in einer problematischen Situation sind, dass nicht nur die Pandemie, sondern alle anderen Krisen haben damit zu machen, die Sinnsuche der Menschen ist sehr, sehr stark und natürlich in der Pandemie auch noch stärker. Und dann sind Fragen für sinnstiftende Angebote natürlich stärker im Handel. Das ist ganz klar. Und das sieht man auch, Zulauf auch für andere religiöse Gruppen und so weiter, für Therapien und alles Mögliche. Das ist ganz klar. Und das kann die Leute auch zu spirituellen Fragestellungen bringen. Ich denke auch, dass in Krisen Sinnsuche verstärkt kommt, dass es dann zunimmt. Und ich wollte noch mal sagen, Spiritualität sollte keine Flucht sein. Sie sollte keine. Also, sorry, als ihr zurückgesprungen seid, da habe ich überlegt, das war sehr gut, eine sehr gute Reaktion. Spiritualität
sollte keine Flucht vor dem Leben sein. Auf keinen Fall. Wir sind nicht hier geboren worden, um tagelang zu meditieren. Das kann man mal machen als Retreat. Aber das ist nicht unser Sinn des Lebens, hier nur auf dem Meditationskissen zu hocken. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Ich wollte eigentlich nur zustimmen, dass viele Leute schon, wenn sie Probleme haben, glaube ich, die Spiritualität sich hineinflüchten, insofern, dass sie aus Ängsten getrieben da eine schnelle Lösung finden. Und das ist immer diese Gefahr, dass man auch schnell von irgendwelchen Leuten ausgenutzt werden könnte, aufgrund seiner Ängste. Und das finde ich auch immer super wichtig. Zum Beispiel, ich will nicht, dass die Leute bei mir buchen, weil sie panische Angst vor irgendwas haben. Also ich will ihnen die Angst auch eher nehmen, als zu sagen, oh, ich kann jetzt ganz viele Sessions verkaufen, weil ich erzähle dir jetzt, du bist verflucht und weil du das hast so über drei Ecken mal gehört. Das finde ich ganz problematisch. Ich finde immer, wo sitzt denn das Kern, wo kommt die Angst überhaupt her und sollte man dann am Ende des Tages nicht vielleicht auch jemanden aufsuchen, der therapeutisch arbeitet. Ich will noch mal zu einem Stichpunkt, den du gerade angesprochen hast. Und zwar hast du gesagt, du verkaufst etwas und deswegen würde ich gerne darüber noch mal sprechen, über das Thema Geld, weil das nämlich natürlich auch wichtig ist. Ja. Kannst du denn von deiner Hexerei leben? Weil du verdienst ja damit auch Geld, oder? Genau, ich war vorher Maskenbildnerin. In der Pandemie wurden nicht so viele Filme gedreht. Dann habe ich tatsächlich einfach angefangen, so über meine Erfahrungen mit meinem Glauben zu reden. Das wusste vorher auch gar nicht, wussten gar nicht so viele Leute. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viral geht und dass sich so viele Leute dafür interessieren. Es war vielleicht, wie ihr meintet, die richtige Zeit dafür, war aber nicht mein Plan. Es ist mir einfach passiert. Und irgendwann dachte ich, boah, ich mache eine kleine Hexenschule und dann rede ich über verschiedene magische Themen und mache einfach irgendwas, was so richtig Fundament hat. Meine ganzen Erfahrungen, die Erfahrungen meiner Familie, die Erfahrungen von Workshops, die ich gemacht habe und sowas und bringe das alles damit rein. Und ja, ich kann mittlerweile davon leben, aber per se ist der Profit nicht das, wo ich mein Maximum hinpacke. Also meine Moral ist immer das Wichtigste für mich. Ich werde meine Moral für Geld nicht verraten. Ich könnte viel mehr Geld machen, auch mit viel problematischen Dingen, aber ich tue es nicht, weil ich das nicht möchte. Bei mir ist am Ende des Tages wirklich wichtig, dass ich das vom Herzen heraus mache und nicht, dass ich irgendwie eine halbe Million auf dem Konto habe, weil ich mal schnell einen Steinshop mit Steinfülle, der von kleinen Kindern in Afrika geschürft wurde, mache und sage, es sind tolle Energien. Was meinst du mit problematischen Dingen, was du bei anderen Leuten siehst wiederum? Naja, wenn man an Energien glaubt, finde ich es moralisch fragwürdig, einen Steinshop zu führen, wo afrikanische Kinder für geschuftet haben, das abzubauen, wo es alles andere als moralisch und energetisch toll ist. Aber dann zu sagen, nimm diesen Rosenquarz und Selbstliebe. Mhm. Schwierig. Christine, würde ich direkt mal an dich weitergeben. Findest du es grundsätzlich moralisch verwerflich, mit zum Beispiel Hexerei Geld zu verdienen? Es wird ja oftmals als Energieausgleich dann geframed. Ich finde das schon moralisch verwerflich, weil man Menschen etwas verspricht, was aus meiner Warte heraus gesprochen nicht einlösbar ist. Und ich finde das total in Ordnung, das für sich selber zu praktizieren und das als individuelle Praxis für sich anzuwenden, die einem irgendwie Halt und Orientierung gibt, aber anderen etwas zu versprechen, was aus einer wissenschaftlichen Sicht gesprochen eben nicht möglich ist, finde ich moralisch fragwürdig. Gerade dann, das muss ich noch sagen. Versprechen tut aber nie was, möchte ich kurz einwerken. Das wird mir immer vorgeworfen, dass ich irgendwas versprechen würde. Ich verspreche gar nichts. Aber ja. Na, aber was machst du denn dann, wenn du nichts versprichst? Ich erkläre Dinge zur Hexerei und wie wir uns das in unserem Glauben forschen. Und ich mache Workshops. Also würdest du jetzt einen Workshop zu deinem Thema kostenlos machen? Ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen. Es ist ja auch irgendwie, wenn ein Tätowierer wird ja auch für die Zeit und sein Können und seine Erfahrung bezahlt. Und so ein bisschen, wenn ich ein Video zu dem und dem Thema mache, ich erzähle zum Beispiel über die Geschichten der Runen, wie sind die Runen entstanden, was bedeuten die Runen, wie macht man einen Runen? Historische Tradition haben, so, Runen. Genau, sowas. Was ich manchmal schade finde, ich bin so kompromissbereit und ich kann all eure Probleme verstehen und ich verstehe auch die Kritik wirklich. Ich sehe das alles selber. Aber manchmal hat man trotzdem das Gefühl, die Antiseite hebt sich immer so ein bisschen, aber es ist alles, am Ende des Tages ist ja alles Schwachsinn, könnt ihr ja gerne dran glauben, aber es ist ja unempirisch und es ist ja nicht bewiesen und das ist ein bisschen albern. Und dann fühle ich mich manchmal ein bisschen verletzt, wo ich denke, aber mir hat es doch geholfen, das ist doch in Ordnung. Ich wollte nur noch eine kurze Sache sagen und zwar, es ist vor allem darum gegangen, ist es Flucht, ist es sonst was? Ich glaube, es ist ein unterschiedlicher Weg, zu seinen Erkenntnissen zu kommen. Der Bernd hat und du hast eine Erkenntnistheorie, wie kommen wir gut zu gesicherten Erkenntnissen? Esoterik ist meiner Ansicht nach eine andere Methode, zu seinen Erkenntnissen zu kommen. Hier wird geprüft und Experiment gemacht und hier wird vielleicht geschaut, okay, was fühle ich, ja? Wie geht's mir, was erzählen die anderen Hexen, ja, da wird dann dein Glaube, ja, aufgebaut, ja, und dass man da dann auf keinen Trichter kommt zusammen, das ist für mich total nachvollziehbar. Und deswegen dieses Gebäsche, das ist, also, das
das brauche ich nicht, das will ich nicht, da stehe ich auch nicht dafür. Ja, da muss ich meine eigene Seite ein bisschen kritisieren. Da so drauf zu hauen, das führt zu nichts. Einfach ich glaub, mal fragen, die Ansätze sind einfach, unterschiedlich. Wir sollten versuchen, uns zu verstehen und nicht zu sagen, du liegst falsch. Ich möchte jetzt gerne mit euch in die Kompromissrunde gehen und ich glaube tatsächlich, das passt auch ganz gut zu dem Punkt, wo ihr gerade in eurer Diskussion wart. Können wir uns darauf einigen, dass Differenzierung das Gebot der Stunde ist? Also, dass wir unbedingt aufhören sollen, alle Menschen, die mit spirituellen oder esoterischen Praktiken glücklich sind, in die Ecke der Verschwörung zu stellen? Andererseits aber gerade von Akteuren der Esoterik selbst mehr Aufklärung über Grenzen und Gefahren passieren sollte. Wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zugehen. Wenn nicht, bleibt ihr stehen oder geht einen Schritt zurück. Ja, darauf könnte ich mich einlassen. Okay, ihr seid alle einen Schritt auf mich zugegangen, oder? Dann hat niemand mehr was hinzuzufügen gerade dazu. Dann würde ich euch jeweils auf eurem Feld jetzt einmal kurz dazu bitten, die Köpfe zusammenzustecken und euch einen Kompromissvorschlag für die andere Seite zu überlegen. Hier wird ja jetzt gerade fleißig nach Kompromissen gesucht. Ist euch während des Schauens dieser Diskussion ein Kompromiss eingefallen, wo ihr sagt, der müsste jetzt genannt werden? Dann schreibt mir den gern in die Kommentare. Was für einen Kompromissvorschlag habt ihr euch überlegt? Also wir schlagen eine säkulare Spiritualität vor, die dem folgt, was du gesagt hast. Wir finden Selbstfürsorge super, wir finden Yoga und Meditation super. Wir würden uns nur im Gegenzug wünschen, dass ihr genau offen für Kritik bleibt, wie es auch wart. Also grundsätzlich von der Esoterik würden wir uns das wünschen. Und dass sich Menschen, die sich im esoterischen Feld bewegen, auch mit der Geschichte der Esoterik befassen, sich damit befassen, was diese Rassentheorien von Helena Blavatsky oder Rudolf Steiner besagen und sich da auch kritisch von abgrenzen. Das ist unser Kompromissvorschlag an euch. Zum ersten Punkt, was du gesagt hast, stimme ich zu. Dem zweiten, das ist mir zu klein. Also zu klein möchte ich nicht sagen. Zu spezifisch? Ja. Dann möchte ich keinen zu ermuntern. Wenn er das möchte, kann er das tun. Aber das ist nicht das, wofür ich gehe. Na gut, ich habe so als Individualperson so eine große Reichweite, wo ich schon sehe, dass ich eine gewisse Verantwortung trage, die ich versuche, so gut ich es kann. Ich bin nicht perfekt, wie gesagt, das zu nutzen und sowas zu bedenken. Aber es ist vielleicht auch nur ich. Keine Ahnung. Coco? Ja, ich denke, dass die Verantwortung für das, was man selber tut, auch Reflexion, wo kommt das eigentlich her? Gibt es da Übergänge zwischen Wicca und Steiner? Gibt es zum Beispiel gar nicht so viele Übergänge? Das ist etwas anderes. Oder mit Astrologie. Natürlich hat das eine unterschiedliche Rolle gespielt in unterschiedlichen Kontexten, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Das gilt für alle religiösen Gruppen. Das gilt auch für die katholische Kirche oder für die protestantische Kirche oder so. Ich denke, das kann man für alle fordern, ganz sicher. Dann bin ich gespannt auf euren Kompromissvorschlag. Nochmal anders formuliert, das, was auch in deinem Kompromissvorschlag zum Ausdruck kam, also diese Pauschalisierung, entweder oder so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, wirklich ins Gespräch zu gehen miteinander und zu sagen, warum will man dann zum Beispiel naturwissenschaftliche Wissenssysteme gegen Erfahrungswissen oder andere Formen von Wissen, Kunstwissen oder wie auch immer ausspielen. Vielleicht gibt es da auch einen Pluralismus, über den man reden kann. Und moderne Hexen zum Beispiel sind ja nicht davon überzeugt, dass die Physik nicht funktioniert oder sowas. Also so, aber es gibt verschiedene Wissenszugänge und die eben auch zu respektieren oder darüber auch neugierig zu sein, das wäre. Ihr könnt darauf reagieren. Ja, ist schwierig, weil ja, Erfahrungswissen, Erfahrungen sind halt fehlbar. Also ich kann mich irren, Bauchgefühl, Intuition, schöne Sache, kann vollkommen falsch sein. Wie oft habe ich mich unglücklich verliebt, wie oft habe ich die falschen Zahlen getippt, obwohl ich ganz sicher war, dass es jetzt die richtigen sind. Bauchgefühl und Intuition kann man nicht einfach unhinterfragt anwenden. Das muss man auch alles überprüfen, ob das stimmt. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mit Erfahrungswissen was anfangen kann. Erfahrung kann falsch sein. Du hattest mich bei, wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen ehrlich ins Gespräch kommen. Mhm. Genau. Wir müssen uns gegenseitig fragen, hey, warum glaubst du das? Ach so, das wusste ich nicht, das ist ja interessant. Ne? Mhm. Und das geht in die Richtung.
Und wenn man da miteinander redet, dann merkt vielleicht der eine oder andere, ich bin auch nicht perfekt, ich muss mich auch darauf verlassen, so, okay, dass die Wissenschaft da jetzt nicht falsch abgebogen ist, aber das ist für mich bessere Erkenntnistheorie als wie jetzt eure Seite. Aber vielleicht habe ich einen blinden Fleck irgendwo. Und durchs Gespräch kommt der eine oder andere drauf, okay, über das habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist eine gute Frage, das ist stimmt, darüber muss ich mir mal Gedanken machen. Ich finde es für künftige Debatten schon wertvoll, wenn man an das Thema ein bisschen neugieriger rangeht, wenn man jetzt anti-Esoterik oder für Wissenschaft ist, weil ich bin auch für die Wissenschaft. Ich denke halt an manchen Punkten einfach nur ein bisschen weiter, wo man sagt, gut, das kann man jetzt noch nicht beweisen, aber das sind meine Glaubensansätze, die ich auch genauso formuliere. Es ist ja kein empirischer Beweis. Und ich fände es trotzdem schön, wenn dann keine Abwertung stattfindet, aufgrund dessen, was ich erlebt habe, was sich für mich ganz alleine bestätigt hat und mein Leben bereichert, solange es natürlich nicht in diese extrem problematischen Bereiche geht, über die ich auch immer so gut ich kann halt aufkläre. Ich glaube, ich habe einen etwas differenzierteren Blick darauf gewonnen, was Esoterik auch sein kann. Bleibe auf meinem Standpunkt, dass ich Esoterik für gefährlich halte, aber habe zumindest auch andere Standpunkte kennengelernt. Und jetzt sind doch alle im Kompromissfeld. Es ist natürlich ein bisschen gemauschelt, kann man schon sagen. Aber vielen Dank euch für die Diskussion, für die kritische Auseinandersetzung. Und wir können jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiter diskutieren, so ist es oft. Aber ich glaube, es war ein guter Anstoß. Danke euch. Danke. Und wenn ihr noch mehr solche Debatten sehen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr hier an Bubble folgt, unserem YouTube-Kanal. Hier oben gibt es ein weiteres 13-Fragen-Video und hier unten gibt es ein weiteres Video zum Thema.